Hallo Freunde, willkommen zurück zu Surviving Mars. Wir sind derzeit pausiert, ihr seht Fehlermeldungen und wir sind auf der großen Übersichtskarte. Das liegt daran, ich habe offscreen ein bisschen was geplant und für die Planung, um das alles richtig zu machen und umzusetzen, muss ich das Spiel kurzzeitig mal aus der Pause rausnehmen, also weiterlaufen lassen. Und dabei sind Dinge fertig geworden, die jetzt Strom brauchen, das ist klar. Die offene Farm braucht Strom. Darum kümmern wir uns gleich. Was ansonsten noch ansteht, wir haben derzeit drei durchtrennte Lebenserhaltungsnetze. Macht euch deswegen keinen Kopf. Das liegt daran, dass ich hier oben noch ein bisschen Flüssigkeit geplant habe. Und das sieht jetzt alles erstmal sehr verwirrend aus, wenn man nicht weiß, was es ist. Ich meine, okay, das sind ein paar Rohre. Das sind ein paar große Wassertanks, die erkennt jeder. Und ich habe gesagt, es geht um Feuchtigkeit, also sind auch irgendwo Vaporatoren. Klar, die großen Tanks, easy. Die stehen immer in Zweiergruppen, aus Symmetriegründen. Und dann haben wir hier Feuchtigkeitsvaporatoren. Die stehen ringförmig hier außen rum. Und zwar, wie erkläre ich das? Es sind immer zwei Stück, die dann gedreht sind. Okay, ich brauche irgendein flaches Stück Land, wo ich das kurz demonstrieren kann. Wie wäre es mit dem hier? Das haben wir vor kurzem relativ flach gemacht. So, wichtig ist, dass pausiert ist. Feuchtigkeitsvaporatoren. Nehmen wir an, wir fangen an, den hier zu platzieren. Dann passt der nächste, gerade daneben, hier hin. Zwei Stück nebeneinander. Dann kommt einer, der um eine Stelle weiter gedreht ist. Hier hin. Ihr seht, da oben gibt es dann eine... Okay, es bringt euch nichts, wenn ich mit dem Finger auf den Monitor zeige. Hier oben entsteht dabei eine kleine Lücke, ein Feld. Das ist beabsichtigt. Da kommen wieder zwei Stück nebeneinander, die gerade abschließen. Dann dreht man den Vaporator eine Stelle weiter. Und dann käme der hier hin, wo jetzt der Drohnenhub ist. Und ihr seht, da entsteht dann wieder eine Lücke. Da geht man... hier runter, das schließt dann hier wieder gerade ab mit dem von der Lücke hier. Der wäre dann ungefähr hier. Dreht es wieder eins weiter. Der nächste kommt hier hin, schließt wieder ab mit diesem einen Feld Lücke. Hier hin. Hier hin. Wieder eins drehen. Ein Feld Lücke hier unten. Und das sieht man jetzt schlecht wegen dem unebenen Terrain. Aber das sollte dann so ausgehen, dass man einen Ring hat. Immer zwei Stück nebeneinander, die bündig abschließen. Hier gibt es eine Lücke, dann wieder zwei Stück, die bündig abschließen. Und so kriegt man einen schönen, ein schönes Hexagon als Außenring. Wird fantastisch. Dann habe ich von diesem Hexagon den Mittelpunkt ermittelt. Das ist diese Bürste hier. Die steht wirklich auf einer Linie mit diesen Eckpunkten. Das passt. Davon 8 rausgezählt, nächste Bürste. 8 rausgezählt, nächste Bürste. 8 ist klar, damit diese Bürste die anderen reinigen kann und umgekehrt. An diesen Schnittpunkten kommt die nächste Bürste hin. Bei den beiden, Schnittpunkt, nächste Bürste. Die beiden sind dann wieder 8 Felder auseinander, können sich gegenseitig reinigen. Diese beiden Bürsten haben diese in Reichweite und so weiter. Das gleiche mit den Bürsten hier oben. Ein schöner Ring aus Bürsten mit einer im Zentrum. Alles wird gereinigt, reinigt sich gegenseitig. Wundervolles System. Aus Symmetriegründen und als Meteoritenabwehr 2 Laser hierher. Jeweils. Die Lücken hier außen habe ich mit Stirling-Generatoren gefüllt. Wenn ich mich nicht verzählt habe, und bin mir fast sicher, dass ich es nicht habe, sind das 22 Stirling-Generatoren für 12 Vaporatoren im Außenring. Irgendwas auf diese Art. 22 Stirling-Generatoren, die Stirlings sind ziemlich klein und die produzieren doppelt so viel Strom wie ein Windrad, basismäßig, auf einem Drittel der Fläche. Ich bin mir fast sicher, dass wir die Stirlings inzwischen aufwerten können. Wenn nicht, werden wir das demnächst erforschen. Das heißt, Basis machen wir hier schon mal 220 Strom. Allein mit... Quatsch, wir machen mehr. Es sind ja mehr als 10 Stirlings. Wir machen
höllen viel Strom. Irgendwas in die Richtung zwischen 450 und 500, glaube ich. Grob überschlagen. Wenn wir die noch verbessern können für 50% mehr Produktion, reichen die Stirling-Generatoren hier locker aus, um alles zu versorgen. Ich werde aber ins Zentrum auch noch Windräder packen. Was wir als nächstes machen, wir kaufen beim Weltraumlift zwei Fertigbauten für Drohnenhubs, denn im Moment ist da relativ wenig in Reichweite, was die und Shift und Steuerung bewirken hier gar nichts. Leider. Muss man manuell hochklicken. Geht aber schon. So, die ganzen Drohnensymbole zeigen euch schon, da ist wenig in Reichweite. Hier unten geht ein bisschen was. Aber wir packen hier aus Symmetriegründen zwei Drohnenhubs rein. Es würde einer gehen, aber den hätte ich dann ins Zentrum bauen müssen und dann komme ich mit den Bürsten nicht mehr hin. Also habe ich gesagt, was soll es? Wir machen einfach zwei Drohnenhubs rein. Dann ist meine Symmetriemarke glücklich. Und wir haben auf jeden Fall alles in Reichweite und Redundanz für den Fall, dass doch irgendwas passieren sollte. Sollte nicht, weil wir haben vier Meteoritenabwehrlaser. Da könnten Hagel direkt hier drüber gehen. Das würde, glaube ich, noch halten. Aber ja, die Drohnenhubs sind auch wartungsfrei. Vielleicht habt ihr aber einen Spielstand, wo die Drohnenhubs nicht wartungsfrei sind. Und dann ist Redundanz immer eine feine Sache. So, das Zentrum lasse ich jetzt erstmal noch leer. Ich packe noch die Drohnenhubs rein, aber in Zukunft, in den nächsten Episoden, werden wir hier noch ein paar Windräder reinpacken, ein paar Akkus und ähnliche Geschichten, einfach um das Zentrum noch auszufüllen und diese Geschichten hier im Zentrum auch noch mit Strom zu versorgen. Wir sind jetzt auf jeden Fall mal noch damit beschäftigt, das alles aufzubauen. Das wird uns diese Episode auf jeden Fall beschäftigen. Und ich würde sagen, wir gehen mal aus dem Pausemodus raus, damit wir wenigstens anfangen können. Ja, das mit den Lebenserhaltungsnetzen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Es ist einmal der Ring außenrum. Und dann haben wir hier vier kleine. Also eigentlich sollten das fünf sein. Aber wenn wir mal gucken, das ist alles nur hier oben. Kann ich so oft klicken, wie ich will. Er hüpft hier nicht weg. Also irgendwie erkennt er schon, dass das irgendwie zusammenhängt, aber er kommt noch nicht so ganz damit klar. Packen wir hier einmal ganz kurz die Drohnenhubs her. Die kommen nämlich hier zwischen die Bürsten und an diese Laser ran. Jetzt brauchen wir hier oben noch einen Drohnencommander. Duststorm approaching. Der ist hier. Der ist dort. Und dann nehmen wir lieber den hier. Wir haben noch zwei Souls, bis wieder ein Staubsturm kommt. Das gefällt mir eigentlich nicht. Aber was willst du machen? So, wir hätten 41 Drohnenfertigbauten. Fünf Stück packen wir an den Commander, sobald er hier angekommen ist. Die Drohnen könnten dann anfangen, die Drohnenhubs zu stellen. Und wenn das soweit ist, dann nehmen wir ein Universallager. Das ist auch erstmal nur vorläufig hier. Aber wir müssen irgendwie gucken, dass wir das ganze Material hierher bringen. So, wir brauchen Beton und Metall. Polymer. Elektroniken. Elektronik und Polymer. Maschinenteile brauchen wir im Moment nicht. Aber wenn wir später Windräder herbauen, dann brauchen wir auch die Maschinenteile dementsprechend. Lassen wir das mal so eingestellt. Okay. Das wäre dann also eine Geschichte hier für Wasser. Und es ist noch trotz allem relativ kompakt. Ich bin mir fast sicher, dass wir hier noch eins hinkriegen, wenn wir das noch ein bisschen einebnen, abflachen. Worauf ich jetzt nicht geachtet habe beim Bau, ist, ob das hier symmetrisch in die Stadt passt. Aber wenn ich mir das so angucke, glaube ich, habe ich irgendwie ein bisschen Glück gehabt. Oder bin knapp daneben. Ne, bin knapp daneben. Verflixt. Aber ich sitze jetzt schon seit über einer Stunde hier und bastle an dem Ding rum und habe auf dem Aufnahmerechner eine Homepage offen, wo ich dann ein Hexagon-Raster habe, wo ich einen Plan machen kann.
Ich werde es jetzt nicht alles wieder stoppen, weil ich ein Feld daneben bin. Ich werde es jetzt einfach so lassen. Ich sage, das ist so gewollt. Und die Symmetrie kommt dadurch zustande, dass wir das hier auch ein Feld versetzen. Edge. Falls wir noch mehr davon bauen. Aber an sich passt es da schon ganz gut rein. China, die bieten auch immer weniger, glaube ich. Wobei vorher gab es mehr Walmetall. Aber so ist es erstmal okay. Wir haben auch nur noch wenig Beton. Was zur Hölle? Ausgräber, komm in die Hufen hier. Wie sieht das aus? Wir verbrauchen fast so viel, wie wir produzieren. Das heißt, wir sollten irgendwann über weitere Raffinerien nachdenken. Wir haben auch leider relativ wenig. Das bedeutet, wenn wir beim Staubsturm diese ganzen Dinge abschalten, um unser Wasser ein bisschen zu rationalisieren, könnten wir Probleme haben. Auf der anderen Seite, wir haben 17.000 Wasser auf Vorrat. Das könnte durch den Staubsturm halten, auch mit den Raffinerien. Müssen wir ein Auge drauf haben. Es ist nur ein normaler Staubsturm, kein großer. Funding received. Oh, dich schalten wir erstmal ab. Ich finde es ja fantastisch, dass die Kuppeln langsam fertig werden. Dass das so schnell geht, spricht eigentlich für unsere Wirtschaftsleistung. Und? Ja, wenn es so weitergeht, sind die Megakuppeln hier im Zentrum schon bald fertig. Läuft. So, hier haben wir den Drohnen-Commander. Du kommst mal bitte Richtung Zentrum. Nein, kommst du nicht. Weil das sich nicht lässt. Dann bauen wir das Ding später neu auf. Die bauen die Drohnen-Hubs als erstes. Das finde ich fantastisch. Und dann gibt es nämlich gleich 15 Drohnen hier. 15 Drohnen hier. Dann haben wir noch ein paar auf Lager. Und wenn das alles aufgebaut ist, können wir das reduzieren. Aber jetzt möchte ich, dass die Drohnen da sind und so schnell bauen können, wie die Shuttles das Material bringen. Hier unten haben wir schon die Stirling-Generatoren, die ersten. Das finde ich ziemlich klasse. Wir sollten allerdings vielleicht darauf achten, dass wir hier draußen noch ein paar Stromkabel legen. Dann sind alle Stirling-Generatoren miteinander verbunden. Alles ist im gleichen Netz. Und nehmen wir an, wir schließen dieses ganze Feld irgendwo an die Kuppeln an. Dann bringen wir nicht nur Wasser, sondern auch Strom gleichzeitig. Und das hier wird ganz schön dazu beitragen, dass die Kuppelstadt mit Energie versorgt wird. Das heißt, auch wenn wir die künstliche Sonne hier unten bauen, selbst wenn die nicht ausreichen sollte, haben wir noch unsere Wasser- und Stromfarmen neben der Stadt. Also ich glaube, was Versorgung angeht, sind wir ganz gut aufgestellt. Vieles müssen wir noch bauen, aber die Kuppeln müssen wir auch noch bauen und einrichten dementsprechend. Ja, wird sich das, denke ich, ausgehen. So. Dann lass mal gucken. Wie viel Strom brauchst du? Du brauchst einen Strom. Und du brauchst Wasser. 10. 10 Wasser ist fies. Das ist nett. 10 Wasser ist verdammt fies. Nein. Wir haben zu wenig Beton. Eigentlich hätte ich das erste schon nicht annehmen müssen. Aber es war so viel Polymer. Und für die ganzen Stirling-Generatoren brauchen wir eine Menge Polymer. Da fehlen noch 2 Metall. Metall sind wir dran. Ich glaube. Ja, hier ist ein kleines bisschen Metall drin. Wenn die Drohnen sich jetzt auch noch bewegen würden, wären wir schon fertig. Du bringst Elektroniken. Das ist phänomenal wenig nützlich. Aber ich werde jetzt kein Micromanagement betreiben, um diese Farm online zu kriegen. Was ich machen muss, irgendwie diese Farm
ans Strom- und Wassernetz anschließen. Ich wünschte mir, dieser Megatrigon wäre schon fertig. Funding received. Okay, zweites Zuhause. Aufmerksamkeit wird verlangt. Dann sind wir mal aufmerksam. Zweites Zuhause. Die Bewohner einer anderen Kolonie haben um Erlaubnis gebeten, uns besuchen zu dürfen. Die Bewohner der Kolonie von Kirche der Neuen Arche haben eine starke Beziehung zu unseren Kolonisten aufgebaut. Einige von ihnen würde gerne hier leben oder zumindest kommen und gehen, wann immer sie wollen. Sie dürfen gerne hier bleiben. Wir erhalten 10 Kolonisten. Lass mal gucken, haben wir... Wir haben jede Menge freien Wohnraum, wir haben auch noch freie Kindertagesstätten, das ist alles super. Wir haben derzeit keine Arbeitslosen, wir haben sogar freie Arbeitsplätze. 10 weitere Kolonisten würden uns überhaupt nicht stören. Ein Abtrünniger, aber der wird gleich erschossen, darum kümmern wir uns dann gleich. So, Sie sind unsere Freunde, Sie können uns besuchen, wann immer Sie wollen. Alle Kolonisten erhalten 5 Moral für 10 Souls, das ist gut. Gegen eine Freundschaft ist nicht einzuwenden, aber die Sicherheit der Kolonie geht vor. Alle Sicherheitsoffiziere halten 25 Moral für 10 Souls. Ja, da würde ich sagen, ist alles in Ordnung. Hier darf jeder kommen und gehen, wie er will, dürfen auch gerne bleiben. Hauptsache, die Sicherheit ist gewährleistet. Ich bin eigentlich für alle 3 Sachen. Wir haben einen Abtrünnigen, um den kümmern wir uns gleich. Der geht mir gerade nicht durch den Kopf. Okay, das bedeutet, wir kriegen jetzt entweder 10 Kolonisten oder etwas Moral für alle oder viel Moral für wenige. Hölle, haben wir viele Drohnen. Moment, habe ich da... Ich bin ein bisschen verwundert. Navigieren und schließen, das sind D-Tasten auf einem Gamepad, aber ich habe zurzeit kein Gamepad angeschlossen, soweit ich weiß. Okay. Alles gut. Ich spiele das immer noch mit Tastatur und Maus. Oh, wir haben inzwischen 7 Geologen. Das ist schön. Ja, ich sehe jetzt hier kurzfristig nicht, wie das mit unserer Moral aussieht, glaube ich. Aber ich glaube, wir haben 333 Kolonisten. Wir haben aber 39 Offiziere. Ich denke, es ist gerechtfertigt, wenn wir 5 Moral für alle geben. Ist okay. So. Ganz kurz pausieren. Jetzt will ich wissen, wer der Abtrünnige ist. Moment. Kolonisten. Puh. Spezialisierung Abtrünniger. Interessen Abtrünniger. Auch nicht. Eine Stärke kann das kaum sein. Ist das vielleicht eine Eigenart? Auch nicht. Das ist eine Schwäche. Auch nicht. Problematische Kolonisten. Deimos Polaris. Auf dem Mars geboren, Nerd, abtrünnig, Überlebenskünstler, Workaholic. Warnung dieser Kolonisten und Abtrünniger. Abtrünnige stiften Chaos, wenn sie nicht durch Sicherheitsstationen in Schach gehalten werden. Okay. Der hat es an sich schon drauf. Das mit Nerd ist nützlich. Wir forschen inzwischen relativ schnell. Abtrünnig ist natürlich ein bisschen blöd. Verringert die Leistung an allen Arbeitsplätzen um 50.
kann kriminelle Ereignisse auslösen, wenn sie nicht genügend Sicherheitsstationen in der Kuppel befinden. Überlebenskünstler ist gut. Workaholic ist fantastisch. Abtrünnig ist schlechter, also Abtrünnig ist so schlecht, dass Workaholic das nicht mehr ausgleichen kann. Aber grundsätzlich ist das ein ziemlich netter Einwohner. Er ist inzwischen eigentlich Rentner, das heißt Workaholic bringt nicht mehr viel, weil er er arbeitet nicht mehr. Also erhöht er da auch nicht die individuelle Leistung. Er verringert die Leistung an allen Arbeitsplätzen um 50. Gilt das jetzt für alle in seiner Kuppel oder nur bei dem Gebäude, in dem er arbeitet? Und gilt das immer oder gilt das nur, wenn wir nicht genug Sicherheitsstationen haben? Gehen wir mal vom Worst-Case-Szenario aus. Das gilt in allen Kuppeln, in denen er sich aufhält. Nehmen wir mal an, er ist in einer der Arbeitskuppeln unterwegs, weil dort auch Freizeitveranstaltungen sind. Er geht also mal in den Park als Senior und das ist in Ordnung. Und dann machen alle Arbeitsplätze der Kuppel minus 50, unabhängig von allem. Das ist unsagbar ätzend und wäre eigentlich ein Grund, ihn in eine Luftschleuse zu packen und adios amigo. Best-Case-Szenario, Abtrünnig gilt nur, wenn wir nicht genug Sicherheitsstationen haben. Wir haben relativ viele Sicherheitsstationen, aber nicht in allen Kuppeln. Das heißt, wenn er in drei von unseren vier Kuppeln bleibt, dann sollte das überhaupt kein Problem sein. Und wenn Abtrünnig nur dann gilt, also diese minus 50 an Arbeitsplätzen, wenn er selbst arbeitet, haben wir auch kein Problem mehr, weil er Senior ist und nicht mehr arbeitet. So oder so, er ist bei bester Gesundheit, würde ich sagen. Seine moralischen Geschichten sehen auch gut aus. Ich glaube, so ganz schlecht geht es ihm nicht. Er ist in Ekstase. Richtig, ich wollte den Kuppeln mal Namen geben und in den Kommentaren hieß es, da unsere Kristalle Männernamen haben, sollten die Kuppeln Frauennamen kriegen. Jetzt sind unsere Kristalle aber irgendwie weg. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen unfair. Er ist in Ekstase 1. Wahrscheinlich lebt er hier sogar irgendwo. Hier leben eine Menge Grauhaariger. Und wir haben eine Sicherheitsstation, die voll bemannt ist. Dementsprechend glaube ich nicht, dass er in der Kuppel Probleme macht. Wenn wir mal hier gucken. Plus 14 Moral, richtige Arbeitsplatzplatzierung plus 10. Also ich glaube, ich kriege hier nirgendwo Anzeigen, dass es Nachteile gibt wegen einem Rabauken oder irgendwas. Deshalb glaube ich, dass wir den gerade ganz gut in Schach halten. Gut, dann müssen wir uns um den Abtrünnigen auch keine Sorgen machen. Zumindest für den Moment. Worüber ich mir Sorgen machen darf, ist, dass ich die Farmen endlich anschließe. So, ich habe nämlich währenddessen die ganze Zeit noch überlegt, was kannst du machen? Ja, und ich bin jetzt zu einem Ergebnis gelangt. Manchmal dauert es ein bisschen. So, als erstes verbinden wir die beiden. Und das ist jetzt erstmal ein Provisorium. Ich gucke mir das noch ein bisschen an, dass ich das schöner kriege. Wasser hätten wir. Und das will ich hier eigentlich ähnlich machen. So, da diese Kuppeln bereits bei uns im Wassernetz sind, der neuen Stadt, haben die Farmen hier mit Wasser. Dann kommt als nächstes Strom. Das wird auch easy. Das übliche Spiel. Wir verlegen, wo auch immer wir Wasserrohre haben, einfach auch ein paar Stromkabel drunter und dann läuft das. Jetzt sind die Farmen schon im Stromnetz unserer Stadt. Das Problem ist, unsere Stadt produziert derzeit noch keinen Strom,
weil die künstliche Sonne noch nicht läuft und diese ganzen Geschichten noch nicht angeschlossen sind. 4 Gebäude beschädigt. Sack und Asche. Ja, yep, das sind diese 4. Und das passt jetzt natürlich perfekt. Wir sind jetzt gerade in einem Staubsturm. Die Shuttles fliegen nicht und wir haben hier auch kein Material, um es zu reparieren. Das ist mal wieder das perfekte Timing für ein Marsbeben. Aber wenn wir hier mehr Atmosphäre kriegen, sollten die Staubstürme auch nachlassen im Laufe der Zeit. Was ich allerdings nicht finden konnte, ist, wie viel Magnetleistung unser neuer Magnetschild bringt. Dazu habe ich leider nichts finden können, aber ich suche weiter. Irgendwo hat bestimmt irgendjemand irgendwann mal was in irgendeinem Forum geschrieben und ich werde es finden. Und wenn ich irgendwie ein komplettes Backup vom Internet machen muss, ich finde das. Haha. Irgendwann. So, lass mal gucken. Wir verlieren eine Menge Sauerstoff, wir verlieren eine Menge Wasser. Aber wir haben so viel von beidem. Ich glaube, ich lasse die Treibstoffproduktion laufen. Wir haben nämlich tatsächlich höllenwenig Treibstoff inzwischen. Das heißt, das sollten wir mal im Auge behalten, dass wir die Treibstoffproduktion noch ein bisschen erhöhen, wenn der Staubsturm vorüber ist. Was wir machen, ist mal wieder Nahrung beschaffen über den Weltraumlift. Der funktioniert zum Glück auch während im Staubsturm. So, wie gesagt, die Sachen sollten angeschlossen sein. Es ist jetzt noch nicht so weit, weil uns Material fehlt hier. Wir haben noch nicht das Metall, um das fertig zu bauen. Super, dann ist das Nahrungsproblem auch gelöst. Vorerst. Hoffe ich. Ja. Als nächstes schließen wir die Stadt an unser bestehendes Netz an. Wie gesagt, wenn diese Kuppeln hier fertig wären, könnten wir das hier schon mal anschließen. Soweit sind wir jetzt noch nicht. Die Stirling-Generatoren sind da. Die verstauben auch so langsam, denke ich. Aber das dauert einfach noch, bis die Bürsten fertig sind. Das dauert noch, bis die Vaporatoren fertig sind. Das ist für sich erstmal geschlossen und bis das fertig ist, packe ich das auch nicht mehr an. Dementsprechend dachte ich mir, wir schließen das hier an diese Kuppel an. Da haben wir Strom und Wasser und dann speisen wir das mal in das Netz ein und dann müssten die Farmen laufen. Das wäre zumindest mal eine Idee. Nicht schön, aber selten. Das ist eigentlich ganz okay. Ich weiß, wir haben wenig Beton. Aber wir produzieren ja weiterhin Beton und ich will das Polymer einfach haben. Stromkabel. Darum ging's. Okay. Theoretisch müsste dieser Drohnenhub das alles bauen können, sobald das Material da ist. Das wird natürlich jetzt noch ein bisschen dauern. Aber sobald das gebaut ist, wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir ihn hier sagen. Hol doch mal ein bisschen Metall. Wo ist eigentlich der zweite zurzeit? Der hüpft hier oben rum. Ja, das ist blöd, wenn der einfach so im Offenen rumsteht. Wenn sollte er seine Pause irgendwo in der Nähe einer Bürste machen, dann bleibt er einigermaßen funktionsfähig. Ähnliches gilt für ihn hier. Der soll seine 5 Drohnen mal einsammeln. Die Drohnenhubs hier sind gebaut, das läuft. Dann darf er... Wisst ihr was? Den stellen wir erstmal hier unten ab. Hier sind 2 Bürsten, dann bleibt einigermaßen sauber. Hier oben habe ich jetzt noch keine Bürsten in der Nähe. Dementsprechend ist das so erstmal okay. Ja, und
sobald das mit dem Metall geregelt ist. Der hat 30 Metall dabei. Und dann schauen wir mal. Wir packen das mal hier hin. Das ist in Reichweite beider Drohnenhubs. Das heißt, die Drohnenhubs werden sich als erstes bedienen, werden diese Energieleitungen fertig bauen und werden vielleicht auch diese offene Farm fertig bauen. Das ist meine Hoffnung Research dabei. complete. Spezialprojekt Asteroidenfänger, wir haben fertiggestellt, Treibhausgase importieren. Okay, das ist gar nicht so schlecht. So, Kuppeloptimierung kommt als nächstes, kompakte Hangars, Aerodynamik, Mars, no Dings da. Ja, das brauchen wir, wenn wir die Kuppeln einrichten, werden die ganzen Häuser günstiger und so weiter. Das wird nicht schlecht. Asteroidenfänger können wir machen. Bin ich im Moment aber noch nicht wirklich dabei. Und ein Yukon-Projekt. 6 Geologen, wir haben 7. Dementsprechend würde ich da Mars 1 losschicken. Startet aber erst, wenn der Staubsturm vorbei ist. Dementsprechend sollte das auch erstmal okay sein. Wir haben höllen viele Lecks. Schande. Wir haben unterm Strich aber, denke ich, noch genug Strom. Wird natürlich ein bisschen verfälscht durch die Funding received. ganzen Außenposten, die wir haben. Aber ich schätze, das haut noch hin. So, dann pass mal auf. Du entlädst. Du entlädst hier und ihr seht, die Drohnen legen schon direkt los. Das kriegen wir hin. Super, da wird das nächste Stück gebaut. Hervorragend. Dann haben wir ihn hier. Der sollte eigentlich gerade Metalle einladen. Zwölf reichen. Das hier. Nichts in den Weltraum läuft damit. Die Ressourcen entladen wir hierher. Der Drohnenhub fängt an, das anzuschließen oder das zu bauen. Und dann müsste das mit den Farmen soweit laufen. Okay, die Dinger funktionieren nicht während Staubstürmen. Das finde ich ja schon mal super. Irgendwie kriegen die schon Strom. Da ist das noch gar nicht gebaut. Wie zur Gehörnten haben die schon Strom. Ich habe hier nirgendwo stromproduzierende Gebäude an diese Stadt angeschlossen. Ich meine, inzwischen schon. Okay. Inzwischen müsste das alles im Netz sein. Inzwischen müsste ich die Kuppeln einschalten können und uns sauerstoffmäßig so richtig vernichten. Ich glaube, das mache ich mal nur so, um zu gucken, was Sache ist. Ja, müssen gewartet werden. Das kostet eine Menge Polymer. Und wir verbrauchen gerade relativ viel Sauerstoff, aber sollte einigermaßen hinkommen, trotz allem. Ja, Lichter sind an. Die müssen gewartet werden, aber das ist kein großes Ding, würde ich sagen. Oh, Junge. So, du bist leer, du darfst wieder zurück. Ich
will ja vermeiden, dass die kaputt gehen. Das ist immer so wahnsinnig ätzend. Auch die muss gewartet werden. Auch da brauchen wir Polymer. Junge, Junge. Und der Staubsturm ist vorbei. Hervorragend. Wir brauchen mehr Moxis. Haha, herrlich. Immer mehr Kuppeln müssen gewartet werden. Gut, das bedeutet, für heute lassen wir es gut sein. Das heißt, noch nicht ganz. Zwei Sachen bauen wir noch. Und zwar ein Depot für Saatgut hierhin und das gleiche hierhin. Dann können wir hier Pflanzentypen wählen. Derzeit noch nichts. Terraforming Fortschritt 50% und 70%. 70% Temperatur haben wir schon, 50% Wasser bräuchten wir. Das Handelsangebot nehmen wir an. Wir haben wieder etwas mehr Beton. Kurz ein bisschen entlasten mit den Raketen und schon flutscht das wieder. Metall haben wir auch reichlich. Die Shuttles fliegen. 21 Metalle erhalten. Das ist jetzt nicht so der Wahnsinnskracher, aber es hilft. Wir haben 4 offene Farmen und noch 2 Magnetfeldgeneratoren, die nicht funktionieren. Die Bürsten laufen schon wieder. Das sollte versorgt werden. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich hatte mir schon fast gedacht, dass wir da noch kritisch sind. Wir brauchen einfach mehr Wasser, damit das mit den Pflanzen hinhaut. Dann fangen wir am Anfang an, ein paar Kräuter zu pflanzen. Das verbessert die Bodenqualität. Und sobald wir dann soweit sind, können wir Richtung Weizen gehen. Ernten 12 Nahrung, Kartoffeln sind 7 Nahrung. Weizen wäre optimal. Verbessert die Bodenqualität, wächst relativ schnell und bringt relativ viel Nahrung. Und alles voll automatisiert. 50% Wasser. Mars 1 kommt zurück. Okay, lassen wir es für heute gut sein. Aufgaben für die nächste Episode. Wir gucken, dass wir irgendwie mehr Wasser auf den Mars kriegen. Im Zweifelsfall bombardieren wir Polkappen. Wir haben noch Erde 1 irgendwo rumgammeln. Wisst ihr was? Wir starten Erde 1. Holen die zu uns. Wir kaufen von der Erde inzwischen komplett über den Weltraumlift. Dann landen wir die Rakete mal hier und mal gucken, wie viel Treibstoff wir da reindrücken können, um Polkappen zu schmelzen oder irgendwas zu machen. Vielleicht machen wir Meteoritenfänger, um einfach ein bisschen mehr Wasser zu kriegen. Produktion von Feuchtigkeitsvaporatoren wird geboostet, das wäre gut. Wir haben dann aber giftigen und reinen Regen, da müssen wir ein bisschen gucken. Erstmal wird er giftig sein und wenn wir dann noch mehr Wasser haben, wird er irgendwann rein werden. Und wir können dann auch unsere Bewaldung hier richtig beginnen, wenn ich es finde. Hatten wir nicht? Hier ist es. Der ballert im Moment noch Flechten raus, aber sobald wir dann anfangen, mehr Gras zu, mehr Wasser zu haben, können wir loslegen mit richtigen Bäumen. Das wird auch super. Gut, Ziel für nächste Episode: Wasserproduktion auf dem Mars erhöhen. Mit Wasser kommt mehr Vegetation, mit Vegetation kommt mehr Nahrung. Wird super. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.